Morgen. Alessandro backt einen Kuchen. Happy Birthday! Die Bella weiß gar nicht, was sie damit anfangen soll, oder? Guck mal, die leckt es nur ab. Bella, der ist für dich zu deinem Geburtstag. Sport, Race, Rain. Folgendes. Genau. Viel Traktion. Du kannst, wenn du ein paar Meter gefahren bist, im Sport fahren. Da reinzukommen, kann ich mir nämlich so Rundenzeiten auch einstellen. Hallo, hallo, guten Morgen. Ich nehme euch wieder eine Runde mit. Wir stehen hier und wollen eigentlich ins Parkhaus fahren, aber hier ist die Hölle los in der Stadt. Wir haben einiges vor. Die Bella hat heute Geburtstag und wir haben noch ein ganz besonderes Geburtstagskind. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Wir haben ein Geburtstagsgeschenk abgeholt, ein ganz besonderes. Und ja, wie gesagt, ich nehme euch wieder eine Runde mit hier in diesem Video und heute mal die Begrüßung aus dem Auto und nicht von zu Hause. Also viel Spaß beim Video. Ich hoffe, dass es jetzt mal vorangeht hier in dem Parkhaus. So, ich habe tatsächlich einen Parkplatz bekommen. Meine Männer, die rennen voll. Ich bin total außer Atem. Wir essen jetzt erstmal was. Und zwar bei Subway. Nein, das ist keine bezahlte Kooperation. Schade. Subway, überlegt's euch. Wir sind gerade bei Foodlooker. Und ich sag's euch, meine Männer sind komplizierter als jede Frau. Ja, auch nicht so lange Schuhe auszusuchen. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, wir sind im nächsten Schuhgeschäft. Der Luki schaut gerade nach Schuhen. Und gefallen sie dir, Lu? Ja. Ich bin zu hässlich. Aber so, erfolgreich Schuhe gekauft. Jetzt bin ich noch kurz bei DM. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Putzmittel. Und ich habe eine ganz neue App, die wollte ich euch auch mal vorstellen. Und zwar geht es da um Cashback. Jawohl. Wir freuen uns, glaube ich, alle, wenn wir was kaufen und Geld zurückbekommen. Und ich suche dieses Produkt hier von Fizz. So sieht es aus. Und da gibt es dann 50 Cent zurück, wenn man den Kassenzettel quasi dann einlöst hier. Und ab 10 Euro bekommt man das Ganze dann ausbezahlt. Marktguru nennt sich das. Ich glaube, der Luki hat es schon gefunden. Jawohl, sehr gut. Da sind unsere Schuhe. Und Blumen habe ich noch gekauft. Genau, und Salz wollte ich dann auch noch kaufen. Wir müssen dann nämlich noch zu E-Center. Das ist auch im Angebot und Reis. Genau, das machen wir jetzt mal. Genau, das Bad Reichenhaller Jodsalz, das kaufe ich eh immer. Da bekommt man auch 25 Cent eben Cashback zurück. Hier ist noch Mais, dann von hippen Produkten, Eukal zum Beispiel auch noch. Also mehrere Sachen, ne? Ich gehe das dann halt immer durch und dann schaue ich, was ich gebrauchen könnte. Ja, richtig cool. Aber wir können so machen, dass ich euch zu Hause noch ein bisschen davon erzähle. Hier sind nämlich ständig Leute um mich rum und es ist echt unangenehm, wenn ich die Kamera so in der Hand habe. So, schaut, diese M-Eukal. Hustenbonbons. Wie viel gibt es da? 30 Cent. Finde ich eh voll lecker. Nehmen wir mit. Passen die Schuhe noch rein? Ja, leg sie einfach oben drauf. So, tada. Und los geht's. Sind ein bisschen nass geworden, weil ich die Blumen draufgelegt habe. So, da sind meine Blümchen. Ich habe übrigens gerade mit den Jungs zusammen ein Handy gefunden auf der Parkbank. Mein Mann fährt es jetzt zur Polizei. Der ist ja mit dem Motorrad unterwegs. Ja, und dann freut sich mit Sicherheit derjenige, der es verloren hat, wenn er dann auch zur Polizei geht und sich das abholt. Weil das Fundbüro hat ja jetzt zu. Es ist ja Samstag. Ja, weil normalerweise gibt man ja sowas beim Fundbüro ab. Aber wie gesagt, heute ist ja Samstag. So, jetzt schauen wir mal. Der Alessandro braucht noch ein paar Sachen fürs Schullandheim. Montag geht es nämlich ins Schullandheim. Und da schauen wir jetzt noch. Er braucht noch feste Schuhe. Jetzt haben wir ja schon drei Paar Schuhe gekauft heute. Ne? Jetzt geht es alles weiter. Und die Mama bekommt keine Schuhe.
So. Ey Leute, ich bin so kaputt jetzt. Wir sind so viel rumgelaufen. Ein erfolgreicher Shopping-Tag geht zu Ende. Ich muss aber dann nochmal die Liste durchgehen vom Lissandro, dass ich auch ja nichts vergessen habe. Ich bin nämlich total vergesslich geworden. Und groß einkaufen müssen wir jetzt eh noch machen bei E-Center. Habe ich ja gerade schon erzählt. Seid ihr zufrieden mit eurer Shopping-Ausbeute? Ja. Auf jeden Fall. Na, okay. Die Mama hat nichts bekommen. Nicht schlimm. Okay, auf geht's nach Hause. Das Geburtstagskind wartet auch auf uns. Die Geburtstagskinder. Also, naja, eigentlich ist es ja ein Hund und ein Mensch. Ihr wisst, was ich meine. Also, wir sehen uns zu Hause. Ja, wo ist denn meine Feine? Ja, wo ist denn meine Feine? Hast du auf mich gewartet? Hast du auf mich gewartet? So, jetzt bin ich ganz schön kaputt. So, erstmal alles ablegen. Die Blumen kommen auch gleich in die Vase. Und ich zeige euch, was die Jungs bekommen haben, was wir geshoppt haben. Da haben mich jetzt ganz viele auf Instagram gefragt, ob ich das zeigen könnte. Mache ich natürlich gerne, aber ich löse jetzt erstmal meinen Kassenzettel ein. Da kann ich euch jetzt auch noch was zur App sagen und ruhe mich ganz kurz aus. Meine Güte, wie ich immer außer Atem bin, ne? Also ich habe null Kondition, ne? Hier. Daran liegt's. Also, zu Marktguru. Genau, das ist eine App, die habe ich mir ganz normal runtergeladen. Geht natürlich total easy im App Store. Und ich beschäftige mich halt schon eine ganze Weile damit. Ich habe hier auch ganz viele verschiedene Prospekte, zum Beispiel von Lidl, von Roller, Mediamarkt und so weiter, Rossmann, Müller. Und da schaue ich dann auch regelmäßig nach. Und die haben halt viele, viele Aktionen. Es sind ganz, ganz viele Firmen eben beteiligt. Da könnt ihr dann immer nachschauen, für was es eben Cashback gibt. Wie gesagt, hier unten ist dann so ein Eurozeichen, da steht Cashback, da gehe ich dann drauf und dann sehe ich eben, welche Aktionen beteiligt sind, welche Firmen, Tempo zum Beispiel, Austin, ne, diese Sticks, wie gesagt, das Salz und Katzenfutter haben wir hier noch und so weiter. Also ganz, ganz viele tolle Markenprodukte auch. Und genau, und dann schaue ich dann einfach, was ich brauchen könnte, kaufe das und scanne dann einfach den Kassenzettel ein und bekomme dann ab 10 Euro das eben ausbezahlt. Und es ist so, dass ihr dann auch erst ab 10 Euro quasi eure Bankdaten eingeben müsst und die werden auch nicht gespeichert. Also da müsst ihr überhaupt keine Angst haben. Das ist alles total safe. Die Firma, die gibt es schon seit über 2 Jahren und deshalb, ja, finde ich es einfach total klasse. Es sind ganz große Händler, wie gesagt, dabei. Ja, und wenn zum Beispiel solche Aktionen wie das Salz hier dabei sind, was ich ja eh brauche, dann kaufe ich das und dann bekomme ich eben Geld zurück, also Cashback. Und das finde ich halt richtig, richtig genial und deshalb wollte ich euch unbedingt davon erzählen, wer spart nicht gerne Geld, wenn er eh Geld ausgeben muss für den Einkauf, den regulären Einkauf. Und ja, den Link setze ich euch mal unten in die Infobox. Da könnt ihr einfach draufklicken, da könnt ihr euch das mal anschauen, könnt ihr euch mit beschäftigen und wenn das was für euch ist, dann ja, könnt ihr euch das runterladen auf euer Handy und Geld sparen. Ich würde sagen, ich scanne jetzt mal den Kassenzettel ein und zeige euch das, dann seht ihr, wie einfach das ist. Also es ist echt so genial, ich bin total begeistert. Und heute Abend passiert jetzt nicht mehr so viel. Ich räume jetzt noch alles weg in Ruhe, zeige euch jetzt aber erst noch, was es geworden ist. Und wir machen nicht mehr ganz so viel. Ich muss da noch bügeln, aber das ist jetzt nichts Spektakuläres. Ich zeige euch noch mein Outfit. Das interessiert euch ja auch immer. Und morgen wird dann noch ein bisschen nachgefeiert. Morgen kommt dann mein Schwager und die fahren dann einfach noch eine Runde Motorrad. Genau, und haben ihren Spaß, die Männer. Und ich mache hier meinen Haushalt. Also schaut mal, jetzt gehe ich auf jetzt einlösen. Dann muss ich meinen Kassenzettel abfotografieren. Abschicken. Okay. So, da steht jetzt, yeah, dein Kassenbon wurde erfolgreich übermittelt und wird in Kürze überprüft. Vielen Dank für deine Geduld. Okay. Cool, oder? Und jetzt mache ich das noch mit den M-Eukal-Bonbons. Da. Genau. Also, da gehe ich dann drauf. Jetzt einlösen. Nochmal den Kassenbon fotografieren. Dann wie oft gekauft? Einmal. Und dann abschicken.
Genau. Und dann steht wieder dasselbe. Yay! Total einfach. Das ist die Ausbeute von DM. Nicht so viel, ne? Einfach nur so Kosmetiktücher. Die hatte ich euch ja gezeigt. Dann das Teil hier für Lissandros Ausflug ins Schullandheim, damit er seine Zahnbürste reinpacken kann. Dann habe ich hier Textmarker. Das hatte ich euch auch gezeigt. Und Geschenkpapier. Und die Blumen. Ich habe Rosen gekauft. Beim Gärtner. So sehen die aus. Ach, und dann habe ich hier noch so Kleiderbügel gekauft bei Amazon für das Baby. Ich wollte weiße haben, so kleine, die sind von der Qualität auch echt gut. Kann ich euch auch mal unten in die Infobox setzen. Und ich habe auch das noch gekauft. Das sind so Aufkleber dann für die Wand. Und ich habe mehrere gekauft. Also hier sind noch mehrere. Hier war die Fernbedienung von Miffy. Das ist eine Lampe. Genau, und hier sind noch die restlichen Kleiderbügel. Also ich habe 4x5 Stück gekauft. Genau. Und die Bella bellt. Warum? Die hat mir übrigens mein Mann mitgebracht. Und jetzt kommen wir noch zum Outfit. Also ich habe einfach nur eine Bluse an. Die ist von Zara. Ein Top. Das ist ein Spitzentop, das kennt ihr bestimmt, weil die Bluse einfach zu kurz geworden ist natürlich. Und deshalb ein Top drunter, damit der Bauch bedeckt ist. Dann habe ich die Hose hier an, die ist von Only. Und der Cardigan, der mir hier gerade so runterrutscht, der ist von Shein. Genau. Und meine wunderschöne Kette, die habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt, die ist von Meinpunkt. Dazu habe ich ja auch den Rabattcode. Jawohl. Und die Ohrringe habe ich noch passend dazu, aber die habe ich euch ja auch schon im letzten Video gezeigt. Ne? Jo, das ist mein Outfit, einfach nur total gemütliche, hässliche Schuhe. Die sind wirklich hässlich, also mittlerweile sind die echt schon ein bisschen ausgelatscht, aber wir sind super viel rumgelaufen und deshalb habe ich jetzt keine hohen Schuhe angezogen und werde die in Zukunft auch wahrscheinlich nicht anziehen. Bella, was ist denn los? Was ist denn los? Geburtstagshund, was ist denn los? Ha? Wer ist denn da draußen? Ha? Was gefällt dir nicht? Ach, da ist die Katze, oder was? Ist da die Katze, Bella? Hm? Was ist los? Was ist los? Okay, sorry, die Hose ist gar nicht von Only, die ist von Zara. Mein Fehler, sorry. Jetzt zeige ich euch die Schuhe, die die Jungs bekommen haben. Und zwar hat der Lissandro sich zum einen diese hier ausgesucht. Was steht hier? Pharrell Williams. Okay, alles klar. Hatte ich nicht gesehen. Finde ich aber sehr schön. Und die finde ich auch richtig schön. Die hat er sich auch noch ausgesucht. Und die hier hat der Gianluca sich ausgesucht. Die finde ich jetzt nicht so schön, aber dem Gianluca müssen sie ja gefallen. Und der Alessandro hat deshalb zwei Paar bekommen, nur dass ihr euch nicht wundert. Die sollen nämlich zwei Paar Hausschuhe mitnehmen ins Schullandheim. Und wir haben nicht mal ein Paar Hausschuhe, weil wir hier im Haus keine Hausschuhe tragen. Und ich dachte mir, okay, weil ihm die auch so, so gut gefallen haben, dann soll er die als Hausschuhe dann dort verwenden. Und wenn er dann zurück ist, kann er sie ja dann auch zum Sport noch verwenden. Ne? Und dann wird er noch so dicke Socken mitnehmen, die dann eben auch als Hausschuhe quasi durchgehen. Naja, also so ist zumindest mein Plan. Mal schauen, was die Lehrer dazu sagen. Wir waren auf jeden Fall fleißig, haben die Liste abgearbeitet. Da ist sie. Jetzt schauen wir einfach mal. Es ist ja Wahnsinn, was die da alles brauchen. Ne? Und ich wollte jetzt nicht einfach so Geld ausgeben für Hausschuhe, die wir dann eben eh nicht brauchen. Genau. Ja, also gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt mal hier an dieser Stelle. Draußen ist es schon dunkel, obwohl es erst kurz nach 7 ist. Also unglaublich. Hier, der Beweis. Ja, Herbst, Winter und so weiter, ne? Ihr wisst Bescheid. Also, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne Feedback. Ihr könnt mir auch ein Abo hinterlassen, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Es ist kostenlos, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Und denkt an die App. Marktguru, wie gesagt, setze ich euch alles unten in die Infobox, auch was ich trage und so weiter. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir natürlich sehr gerne in die Kommentare. Dann antworte ich euch. Und jetzt habe ich tatsächlich schon wieder Hunger. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!